unter Protest. Ich betone, ich mache das nur unter Protest. Ich bin doch kein Ausstellungsstück für deine Freundin. Am Sonntag, wenn man mal dienstfrei hat, muss man auch noch in der Uniform rumrennen. Ich mag das nicht. Okay, es wäre auch dein Herzenswunsch, dich auch einmal in Uniform zu sehen, hat's gesagt. Ja, dann soll es aufs Revier kommen. Oder soll auf, schick mir ein Foto, dann müssen wir nicht hingehen. Das ist von dir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das steht da doch. Schaust doch gut aus in Uniform. Mama, ich weiß selber, wie ich ausschaue. Die Frau sieht mich nicht als Individuum, als Einzelwesen, sondern als Staatsgewalt. Und dagegen wehre ich mich. Verstehst du das? Nein. Das habe ich gewusst. Blumen müssen wir noch kaufen. Ja, Freile. Wegen der fahre ich zum Bahnhof. Dann nimm mir die. Na geh, die hast doch mir gestern geschenkt. Du, ein bisschen was muss dir dein Freund jetzt schon wert sein. Ach, na. Das verstehe ich, dass die nie einen Mann kriegt. Ja, jedenfalls ist es eine ganz starke Persönlichkeit. Wie ich in der Schule neben ihr gesessen bin, da hat sie mir immer abschreiben lassen. Ah. Was? Ich hab gedacht, du hast lauter Einser gehabt. Ja, eben drum. Sowas verbindet doch. Und der französische Kräuterlikör, den sie uns letztes Mal geschenkt hat? Geh, Mama, das schlagt die doch alles auf den Preis drauf, wenn du was einkaufst. Da. Franz, ich krieg doch auf alles, was ich dort kaufe, 10%. Sonst ging ich ja da gar nicht hin. Scott. Das soll sie ja. Gott, dass du immer deine aggressive Ader entwickelst, wenn wir es am wenigsten brauchen. Mama, gehen wir wieder heim, dann höre ich auf. Nein, wir gehen nicht heim. Du entwickelst keine aggressive Ader. Ich möchte bloß wissen, was dir die Margret getan hat. Nix, aber bei der reizt mich das auf. Also, Franz, ich muss dich schon wirklich ersuchen, sie mir nicht länger zu diffamieren. Du, das heißt. Ja, ich habe auch eine gewisse Menschenkenntnis, oder? Sie nehmen doch ein Stück Kuchen. Na, danke. Aber den habe ich selber gemacht. Sind 3 Eier drin. Ich hoffe, das schmeckt man. Ich mag eigentlich keine Kuchen. Was, wieso denn? Du magst doch sonst. Das ist ein altes Familienrezept. So einen Kuchen, den kriegen sie halt nirgends mehr. Also sonst ist da ausgesprochen gern Kuchen. Ich möchte, dass Sie sich behaglich fühlen, bevor wir zur Sache kommen. Zur Sache? Ja, ich brauche nämlich Ihre Hilfe, Herr Schöninger. Privat oder dienstlich? Dienstlich natürlich. Sehr dienstlich. Da kriegen Sie einen Zettel und da schreiben Sie sich auf, wann ich in der Inspektion bin und Dienst habe. Weil heute habe ich keinen Dienst. Du hast doch mal gesagt, ein Beamter ist immer im Dienst. Ja, wenn er mag, aber halt mag ich nicht. Also ich war in meinem ganzen Leben war ich noch nicht auf der Polizei. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Aber seit ich diesen Mieter hab. Ah, einen Mieter. Ein Mieter? Ja, einen Verbrecher. Verbrecher? Ein Verbrecher. Ja, ein Verbrecher. War ja schlimm genug, wie ich herausgefunden habe, dass er schreibt, Bücher schreibt. Aber neulich, wie ich mein Altpapierbündel fürs Rote Kreuz, bin ich karitativ tätig fürs Rote Kreuz, da habe ich ihn gefunden. Mama, gib mir. So, das ist er. So haben wir. Buchhalter unterschlägt 500.000. Erwimper. Bauer. Bauer, das ist er. Schecks hat er gefälscht. Der muss gerade wieder rauskommen sein. Ja, wenn er frei ist, ist er frei. Ja, deswegen braucht er ja nicht bei mir in der Wohnung sein, oder? Kündigen Sie ihm halt. Ja, kündig ihm doch. Nein, das würde ja mein Bruder niemals zulassen. Sie haben ja keine Ahnung, was der für einen schädlichen Einfluss auf meinen Bruder hat. Den ganzen Tag hocken sie beieinander und stecken die Köpfe zusammen. Mhm. Sogar an die Kasse lasst er ihn. Ich habe ja überhaupt keinen Einfluss mehr. Das ist eine Frau Holzer. Fräulein. Fräulein, bitte. Ja, natürlich. Fräulein Holzer. Ja, ich mache Sie auf das Fräulein nur aufmerksam, damit Sie sehen, dass ich mich ja für meinen Bruder geopfert habe. Ich weiß nicht, ob es wert ist. Sie dürfen natürlich Margit zu mir sagen. Nein, das muss nicht sein. Ich weiß nicht, wozu Sie da die Hilfe von einem kleinen Beamten wie mir brauchen. Ja, ich bitte dich. Er ist ja immerhin Kommissar.
Sie müssen ein ernstes Wort mit meinem Bruder sprechen. Ich meine dienstlich. Was mich an der Südsee am meisten fasziniert, das ist ihre Unendlichkeit. Unendlichkeit? Ja, wissen Sie, wenn man in der Mittagszeit vom Meer aus so einen Strand sieht, wie der in der Sonne glitzert, gleich dahinter die Palmen. Palmen? Da hat man dann das Gefühl, dass die Welt aus nichts anderem besteht als dem Strand, dem Meer. Endlos blauen Himmel. Alles andere ist bedeutungslos. Man ist der Welt dann irgendwie entrückt. Weißt, so ein entrückt. Was kostet denn die Schwarzwurzel? 2,30. Das ist gerade 99. Danke. Borneo liegt doch auch in der Südsee. Nicht unbedingt. Das ist mehr Indonesien. Da habe ich meinen ersten Orangutan auf freier Wildbahn gesehen. Ja, erzähl uns doch weiter. Arnold! Ja. Der Herr Kommissar möchte mit dir sprechen, und zwar dienstlich. Herr Bauer, ja, Sie sind ja so blass heute. Ach, Gens. Würden Sie meine Frau das Rezept von dem Nusskuchen aufschreiben, bitte? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, ich muss sowieso abspülen. Gut, Herr Inspektor. Oh, entschuldigen Sie meine Verlegenheit. Ich bin einfach keine Uniform mehr gewohnt. Der Bauer war die letzten Jahre in der Süße. So, gibt's da keine Polizei? Oh, ja. Ja, schon, aber ein bisschen anders. Ne? Sie wollten mich sprechen, Herr Kommissar. Ja, nein, also die Damen. Also die Damen möchten heute ein bisschen ratschen. Nicht? Ja, das sieht meiner Schwester wieder ähnlich. Wollen Sie ein Bier, Herr Kommissar? Nein. Oder lieber was aus der Südsee, Maracuja-Saft. Also ich bin enttäuscht. Was, wieso? Ich habe mir eine etwas energischere Persönlichkeit erwartet. Und konspirativer, viel konspirativer. Naja, manchmal überschätzt man die Hilfsbereitschaft seiner Mitmenschen. Also entschuldige schon. Hilfsbereit ist mein Mann aber ganz bestimmt. Geht daher an seinem dienstfreien Sonntag. Naja, manchmal ist er halt ein bisschen eigen, aber... Eigen nennst du das? Ihm fehlt ganz einfach die richtige Einstellung gegenüber asozialen Elementen. Mein Vater, wenn nur leben wird. Aber hören tut mir überhaupt nichts. Vielleicht hat er ihn schon verhaftet. So, Ananas haben wir. Was kommt dann? Champignons. Wie viel kosten die? 1,38. 1,38. Nein, 1,49. Die machen wir teurer. Da siehst du, wie hilfsbereit er ist. Endlich! Bankraub in Heidhausen. Das freut mich. Dann kriegt der Meier vom 11. Revier auch einmal was zu tun. Weißt Mama, das ist immer derselbe, der Mann mit dem Koffer. Blamiert vor einer Schulfreundin. Regelrecht blamiert am Mitschild. Ja, der kommt mit einem Koffer in die Bank rein, stellt den Koffer ab, wo viele Leute sind, und dann geht er zum Kassier, schiebt einen Zettel rein, auf dem steht: Ich habe eine Bombe im Koffer. Bei der geringsten falschen Bewegung explodiert die Bombe. Primitiv, aber wirksam. Du als Polizeibeamter hättest dir schließlich helfen können. Ich glaube, ich habe zu viel Nusskuchen gegessen gestern. Aber wenn man dich schon einmal braucht. Wenn du bloß gewollt hättest, du hättest dir helfen können. Okay, die braucht doch meine Hilfe nicht. Die ist froh, dann hat sie Teil am Leid der Welt. Nein, Franz, du verkennst sie. Eine herzensgute Person, der geht's bloß um ihren Bruder. Okay, ihr Bruder ist ja doch völlig wurscht. Der andere stört sie. Der Bauer, der Untermieter, weil ihr der geistig überlegen ist. Die duldet keiner, der geistig überlegen ist. Mich duldet sie. Ich bin dauernd in ihrer Nähe. Ich bin schließlich ihre beste Okay, Mama, da brauchst du doch nicht weinen. Ich wein nicht. Ich schneide Zwiebel. Mama, du brauchst doch gar keine Freunde. Du hast doch nicht.
keinen Appetit. Mayao Tahiti. Ich weiß, dass Sie keinen Knoblauch mögen, Herr Bauer. Aber ich kann Ihnen ja nicht gut ein Hammelragout ohne Knoblauch servieren. Oder mögen Sie einen Hammel auch nicht? Nicht unbedingt, von Holzer. Nicht unbedingt. Und die Inseln überm Wind, die heißen Bora Bora, Ayatolle und Dahaha. Inseln über dem Wind. Ein wunderbarer Name. Mein Bruder zum Beispiel liebt Hammel über alles. Und es ist ein ganz frischer Hammel, Herr Bauer. Er ist gestern erst geschlachtet. Hammelfleisch sollte grundsätzlich abgehangen sein, Frau Holzer. Wer soll es nur wissen, Herr Bauer? Wer soll es nur wissen? Und wann haben Sie gesagt, kommt der nächste Scheck von Ihrem Verleger, Herr Bauer? Ich erwarte ihn täglich. Ars longa vita brevis, sagt schon der Lateiner. So. Und er schreibt schon wieder ein neues Buch, der Herr Bauer. Ah ja? Ja, und wie soll es denn diesmal heißen? Ein Vierteljahr ohne Miete, das wäre doch ein schöner Titel, Herr Bauer. Das Buch heißt Ein Vierteljahr unter Kannibalen. Das ist eine Abenteuergeschichte. Die Frau Sülzner hat gesagt, jetzt wo der Mann gestorben ist, überlegt sie sich ernsthaft, ob sie nicht die große Wohnung aufgibt, weil sie fühlt sich da ein bisschen einsam und nimmt eine kleinere, vielleicht mit Familienanschluss. Du, das ist eine sehr angenehme Frau, die Frau Sülzner, und die ist immer flüssig. Und sie wäre auch einer dritten Ehe nicht abgeneigt. Hat selber gesagt. Wissen Sie was? Dass zum Beispiel auf Samoa das Wort Miete überhaupt nicht existiert. Es kommt im Sprachgebrauch gar nicht vor. Die Frau Sülzner. Die Gastfreundschaft der Eingeborenen, die ist absolut überwältigend. Ich erinnere also mich da zum Beispiel an einen wunderschönen Abend in Pago Pago. Dass Menschen, die so viel über Samoa reden, ne, dass man sich da Gedanken machen muss, ob sie überhaupt je in ihrem Leben weiter hinausgekommen sind, als wir Bestadelheim. Wollen Sie sich erkundigen? Na, ich hab mich schon erkundigt, Herr Bauer. Also. Frau Holzer, ich werde Sie in meine Memoiren nicht erwähnen. Sie nicht. Ich verzeihe, Herr Schwester, die Angriffe auf mein künstlerisches Schaffen, denn als Künstler habe ich ein Recht darauf, verkannt zu werden. Ich verzeihe diese ominösen Anspielungen auf meine Vergangenheit, denn ich habe sie bewältigt, aber dieses Hammelragout. Nein, da endet meine Nächstenliebe. Principis obsta, wie der Lateiner sagt. Also, dann stimmt das, was sie gesagt hat. Mit Stadelheim. Eigentlich ist mir das wurscht, ob Sie in der Süße waren oder nicht. Hauptsache ist, dass man drüber reden kann. Weil, wenn Sie jetzt wirklich ausziehen und die Frau Sülzner kriegt das Zimmer, das hält doch ich gar nicht aus. Ich respektiere Ihre Gefühle, Herr Holzer. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass jedes weitere Verbleiben hier mein Schaffen zum Erliegen bringt. Ich bin kein Freund von Bindungen, Herr Holzer. Ich muss frei bleiben. Frei für neue Wege, neue Ziele, neue Aufgaben. Meine Wurzeln sind nicht hier in dieser Stadt, Herr Holzer. Nein, nein, nein. Nicht in diesem, unserem Land. Herr Holzer. Ich wurzle im Universum. Sind's wieder die Bandscheiben? Ja. Ja, Sie sollten doch wirklich ein Korsett tragen. Niemals. Herr Bauer, im Prinzip hab ja ich hier auch keine Wurzeln. Und die Süße, die täten mich schon auch drucken.
Ich weiß, mein Eigenkapital ist ja auch. Aber das ist doch kein Grund zum Aufgeben. Herr Bauer, schauen Sie, auf der Welt, da gibt's so viel Geld. Da muss doch für uns auch was dabei sein. Und ich hab mir schon immer gedacht, einmal im Leben, da muss sich der Mensch doch was trauen. Haben Sie heute die Zeitung schon gelesen? Der Bart. Genau. Der Bart. Ihr könnt mir überhaupt nichts machen. Ich bin nämlich Kleptoman. Ah ja. Sie leugnen also nicht, dass Sie dieses Parfum da mitgelassen haben. Wunderbar, Herr Bauer. Also die Mützen, nicht? Und dann der Bart, nicht? Und die Brille. Wegen dem Bart bin ich überhaupt draufgekommen, genau wie die Beschreibung ist. Ja, hoffentlich geht's gut. Ja. Und die Statur, genau wie es in der Zeitung steht. Werden Sie sehen, jetzt werden Sie die Leute alle für den Echten halten. Haben Sie den Zettel eingesteckt? Ist schon gut. Also, da haben Sie jetzt die Taschen und denken Sie dran, dass ich in Ihrer Nähe bin, gell? Ja, machen wir schon. Ja, Rosenkohl, damit es ein Gewicht hat. Ob Sie das glaubst oder nicht? Ich hab mein Gedächtnis verloren. Von mir aus, solange Sie einen Ausweis nicht verloren haben. Hä? Ihren Ausweis. Ein Ausweis. Keinen Aschenbecher haben Sie. Aber einen Ausweis, den Sie wollen. Und die Belastung von 179 Mark im Monat wird das geht schon, auch wenn Sie zwar alles rekonstruieren, was Sie möchten. Polizeiinspektion 1, Schöninger. Aha, der Mann mit Brille, Mütze und Schnurrbart. Was für eine Bank ist diesmal? Und was für eine Bank ist diesmal? Kreditbank. Müllerstraße, Dankeschön. Muss kriegen? Ja. Kreditbank Müllerstraße. Grazie. Prego. Ja, bitte. Ja, so, was der Herr Holzer. Ja, grüße Gott, Herr Holzer. Ja, die Frau Sulzner, das ist aber eine Überraschung. Gell, ja. Ja, hallo, bitte. Moment. Was machen Sie denn da? Nix. 100 Mal habe ich denen gesagt, sie sollen die Vorhänge zuziehen. Aber ja. Die verstehen mich nicht. Also, ja. Ich bin ja im Grunde meines Wesens ein ruhiger Mensch. Ich rede nicht viel. Ja. Übrigens, Ihre Schwester hat mir schon eine Liste zukommen lassen mit ihren Leibspeisen. Ja. Ja, also, Sie müssen sagen, Herr Holzer, wir haben vieles gemeinsam. Sie kocht doch so gern. Schauen Sie, mein Moritz. War mein Zweiter, wissen Sie. Der hat immer zu mir gesagt, Rosa, hat er gesagt, also so gute Pfannkuchen, wie du sie magst, hat nicht einmal meine Mutter fertig gebracht. Verzeihung. Genau wie das Niveau von dem Viertel, wo ich wohne. Ihre Schwester meint natürlich auch, dass wir uns bestimmt recht gut vertragen werden. Ja. Die Witte vom dritten Stock rum, die überall rum erzählt, dass ich meine Bettwäsche nicht machen soll, sondern immer nur an die Sonne zum Licht. Na, also die hat's nötig. Nichts ist mehr davon der Kultur, meine Lieben. Ja, schon gleich gar nicht mehr, wo die Türken drüben beim Obermeier eingezogen sind in Untermiete. Die machen nach sich einmal die Vorhänge zu. Sie glauben ja gar nicht, dass man alles zu sehen kriegt.
Meister liegt dir direkt gegenüber. Und da kann es natürlich schon sein, dass ich mal so einen Blick rüberwerfen. Da ist es 100 Mal, habe ich denen schon gesagt, sie sollen die Vorhänge zusehen. Herr Holzer, Sie hören ja gar nicht zu. Wären Sie wieder ein Besuch, gell? Ja, da ist er ja. Großartig. Ja, ich bin jetzt Teilhaber. Meine Wurzeln sind zwar nicht hier, aber man hat ja schließlich auch noch andere Körperteile, Bandscheiben. Ja, der Herr Bauer hat sich hervorragend eingearbeitet und demnächst werden wir sogar vergrößern. Ah, vergrößern? Ja. Legen Sie so Ihre Belohnung an. Ja, wir machen jetzt eine Spezialabteilung für exotische Früchte, Maracujas, Papayas. Ja, und Kiwis. Ah, Kiwis sind das die Grünen, die so wie ein Stachelbeer schmecken. Ja, ja, die Leihkaffers, weil sie so teuer sind. Schön. Was sagt denn eigentlich Ihre Schwester dazu? Die liegt im Krankenhaus. Lebensmittelvergiftung. Ah ja, die wird schon wieder. Ein aufgewärmtes Hammelragout mit Knoblauch. Sie kommt wieder. Danke. Was macht's? Nix. Dann sage ich danke für meine Frau. Wieder schauen die Herren. Ja. Herr Bauer? Also, Herr Schöninger. Ein rechter Kurzgeschäft. Dankeschön.